Also das Ding ist schon mal richtig gut. Das will ich gar nicht verkaufen. Das Wundertonikum. Schlangenöl, weiß ich nicht. Magenbitter. Bei Schlangenöl. Bohnen. Komm, das verkaufen wir. Gesalzene Innereien. So, den Rest behalte ich mir jetzt. Jetzt haben wir eh wieder $50, das passt. Was blinkt da immer auf? Was ist denn da? Gesalzenes Rindfleisch. Klassische Haferplätzchen. Oh, was ist das? Taschenuhr? Geruchstarnungstinktur. Waffenöl. Möhre, Birne, Äpfel. Kann ich auch die... Das habe ich jetzt nicht geschaut. Kann ich nicht auch die... Ich habe da ja so Ringe und sowas. Hier, na, der will die gar nicht haben. Taschenuhr will er nicht. Silberringe will er auch nicht. Okay, dann wahrscheinlich beim Mandelhändler oder so. Gut, gehen wir einfach mal raus hier. Wobei, warte mal. Da war ja Katalog, das schaue ich mir auch noch schnell an. Ihr Katalog durchblättern. Was ist das denn? Ah. Ah. Köderpfeile. Oh, die Pfeile sind aber teuer. $50. Achso, nein, 50 Cent sind das. Gut, das geht ja. Denk mal gerade, $50 für Pfeile, da stimmt irgendwas nicht. Gut, weiß ich irgendwann mal was brauche. Weiß ich Bescheid. Here's to your good health, sir. And to being down here off that mountain. Absolutely. It's a funny world, you know. This time in my career, I pictured myself being married to an heiress. Gentlemen, I think I got something good. What? What? I snuck into this fancy house. Acted like a servant girl. Usually works. Someone was saying her sister was taking a trip from New York or someplace. Train full of rich tourists heading to Saint Denis and then cruising off to Brazil. Okay. A train laden with baggage and passing through a bit of deserted country at night as to get to the docks in time for the tides in some place called Scarlet Meadows. Yeah, I know it. Yeah, yeah, it's right out near New Hanover. Right, it's real quiet out there. Sounds good. Where's Tilly and Karen? I think at the hotel. They were picking up some drunken fellas that they was gonna rob. Why? It seemed easy. They have been gone for quite a while. I guess I'll go see if there's any trouble. Oh, there's Tilly over there. Es riecht nach Ärger. That does not look ideal. Excuse me. Das war... You can go kiss a damn snake for all I care. Get off me! Get off of me! I've been looking too long. Hey, hallo, hallo, hallo. I got you now. Entschärfen, wir entschärfen das Ganze mal. Get your hands off her, friend. Who are you? A friend of mine. Get off her. Or what exactly?
Ja, will es rausfinden, glaube ich. You're making a big mistake, Tilly Jackson. Just get lost. I ain't doing this with you. Go away with Uncle and Mary Beth. They're across the street. Okay. Thanks, Arthur. Next time then. Uncle! Look after her. I'm gonna go see about Karen in the hotel. Can I help you, sir? Try and help people. I do all I can manage. Are you doing all you can? Huh? Use your strength to help the weak. I'm looking for a girl who came in here earlier with a drunk fella. Mid-20s, blonde. You'd remember her. Yeah, they're in 2B upstairs. Are you, a friend of his? A friend of hers. Oh, oh, das klang auch nicht gut. Das war eine Glasflasche. So I didn't ask any questions. No trouble now, please. Okay, schauen wir mal rein. Eintreten! Hallo! A friend of hers. Get out of here, buddy. I paid. Ain't paid a hitter, you goddamn animal. Jetzt krieg jetzt erstmal. Oh shit. What the hell are you doing here? Trying to play him? Not very well. Das war ein Knockout. Fine. You sure? Yeah. Nothing to worry about. Just men. But stupid bastard was boasting about the bank. The bank? Sure, I know small town banks are usually a waste of time, but this is a livestock town. There's lots of cash sometimes. Okay. Keep investigating. I will. Ich konnte ihn doch gerade noch plündern. Warum geht's nicht mehr? Jetzt. Nichts. Ich glaube, dem geht's nicht gut. Okay, ging nicht. Ich hab's probiert. Alles okay. Also nur schlafen gelegt, der Typ. Go on, lead the way. Thank you, Arthur. I don't much like being saved, but when I have to be. I understand. You okay? Sure. He only punched me. Arthur punched him a lot harder. All right, now. Hey, who's that guy over there looking at us? Weren't you in Blackwater a few weeks back? Me? No, sir. Ain't from there. Oh, you were. I definitely saw you with a bunch of fellers. Me? No. Possible. Listen, buddy. Come here for a minute. I saw you. Come here. Come on. Get. I don't like this. Uh-oh. Me neither. Go get the girls home. I'm gonna go have a word with our friend. Be careful, Arthur. Ich glaub, das ist wieder Lasso time. Just borrowing it.
Get back here, right now! Oh no. Oh shit, dude. Ich glaube, ein Huhn musste dran glauben. Oh shit. Telling lies about me? No. I got it wrong, partner. I got it very wrong. Now please help me up. I ain't never been in Blackwater. Then why are you chasing me? I've got an unfortunate face. Yes, me too. Now please pull me up. Please. Just pull me up. Come on. All right. Come on. Ich hoffe, ich werde das nicht bereuen. You okay, partner? No, I am not. I'm a mess. Well, you ain't dead. There is that. Jimmy Brooks. I think it's best for both of us if we pretend this never happened. Well, I agree. You saved my life. You're a good man, and I, here. You want a pen? It's one of them steel ones. Oh. That's very kind of you. Oh, snipped, yeah. But I'm not a good man, Jimmy Brooks. Not usually. You see, I was in Blackwater. I kill people. And maybe I should have killed you. Should I have killed you, Jimmy Brooks? Me? I never saw you. Not now, not never. I think we have an understanding. Of course we do. Jimmy Brooks. I will remember that. I've got a good memory. I haven't. I haven't. Not one lick. Not one cent in this here old mind. Come on. You have a nice day now, sir. Ja, gleichfalls. Ach so, das ist ein gestohlenes Pferd gerade. Tatsächlich. Da hat er ihn weggescared, aber echt. Oh shit, warte, von wem habe ich nochmal das Pferd jetzt? Ja. Ich habe keine Ahnung, von wo ich das Pferd habe. Hier muss doch irgendwo. Von wem habe ich das Pferd? Ja, nur dass es nicht mein Pferd ist.
Dies ist ein temporäres Pferd. Ich würde das Pferd schon gern wieder zurückgeben. Also, so ist nicht. Kopfgeldjagd, Arzt, Zeitungsverkäufer, Hotel, Schlachter. Aufführung. Postkutsche. Tja, ich glaube, der Besitzer wird das Pferd nie wiedersehen, weil ich einfach keine Ahnung habe, von wem ich das Pferd habe. Oh, schade, ich hätte es gern zurückgebracht. Das ist schade. Ausrauben. Ich kann Leute einfach ausrauben. Hast du in GTA je ein Auto zurückgebracht? Na, das nicht, aber da hat man ja auch nichts dafür bekommen, weißt? Hier, Stallbesitzer. Oh. Der wird das vielleicht sein. Hier bekommst du Ehre, Window. Was heißt Verbundenheit mit einem neuen Pferd? Das ist nicht mein Pferd. Hier hast du dein Pferd wieder. Howdy, fellers. Evening, sir. Hello. Ich glaube. Hey, be more careful. Entschuldigung. Ich kann ihn schlagen. Ja. Naja, gut. Ist halt jetzt so, dann ist es halt jetzt mein Pferd. So. Ich weiß nicht, womit ich jetzt weitermachen soll. Unser Lager ist hier unten. Dein Pferd, ja. Das, da ist mein Pferd eigentlich. Gut, dann such mal den Javier wieder. Wahrscheinlich auch so wertvoll als $2 in die Hand. Also das Pferd jetzt, oder was? Ihr Verbundenheit reicht. Das wollte ich gar nicht. Ich reite hier jetzt auf einem Pferd, was mir nicht gehört. Gut, egal. Ja, mal rein hier in die Stube. Jawohl. Oh shit. Achso, ich dachte schon, da geht's ab. Ich hab mich verschaut. Da wird gleich eine Prügelei starten. Na ja, gut, geht gut ab, der Herr. Hier Phonogramm.
Telegrafenwalze, verblüffende Erfindungen, Bild 9, Dampflokomotive, George Stephenson. Aha, 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 aha. Ganzen Erfinder. Thomas Edison. Die elektrische Glühlampe. Du hast ein Zigarettenbild gefunden. Für manche Sammler sind diese Bilder wertvolle Sammelgegenstände. Halte die Augen nach weiteren Exemplaren offen. Okay. Hey, Mister. All right, Stranger. Hello, Mister. Hello there. Arthur, come here, come here, come over here. I want you to meet our friends. Pleased to meet you. Well, ain't you just a tough as teak mountain man? Oh, you be quiet, Anastasia. Anyone can tell this one is a pussy cat. Exactly, yes, he's a pussy cat. Ain't that so, Arthur? Whatever you say. How much you cost, anyway? Well, ain't that a nice way to talk to a lady? Oh, I didn't know I was talking to a lady. Excuse me. Well, I must say, you got a fine way with the women, amigo. Yeah, regular dandy and a charmer. Where's Bill? Oh, man. I dread to think about it. Hey, hey, hey. There he is. Watch where you're going. Take it easy, are you about pal. To kiss that guy take a bunch easy, of... huh? Oh, now, hold on, let's get los. I love woo! A Klassiker! Zack, zack, zack! Oh, mein Hut! Der Sack! Wen muss ich ihn schlagen? Ah, hier die zwei da. What the hell is going on there? Come here, you little greaser. Time to bend you down. Let's get los here. So, mal Ruhe hier. Zack. Hey John, hier! Achso, hier ist noch einer. Oh. Pretty boy! Are you kidding me? Oh shit! Oh, was macht er mit mir? Oh, ah. You must be the village idiot, huh? You okay there? Yeah. What? Okay. I got this son of a bitch. Don't take that from him. Oh mein Gott, wie geil ist das? Oh shit. Oh, der ist aber echt hartnäckig, der Hund. Oh, was? Oh. Das ist ein Zehrbrocken. Das Gesicht von ihm schaut schon aus. Ach du Scheiße. Won the fight already, surely that's enough. What business is it of yours? No business. No business, sir, but please, I beg you. Das ist irgendwie eskaliert. Making new friends again.
again, I see, Arthur. Look who we found sniffing about. Josiah Trelawney. The very same. Well, I thought you'd gone to New York. And miss all this glamour. You must be joking. How are you? Well, quite well indeed. I went to Blackwater looking for you gentlemen. You're not very popular there, it seems. Ah, Javier and Charles. I've missed you. And Bill, looking as well as can be. Gentlemen, always a pleasure. You're right. We ain't too popular in Blackwater. We left a lot of money there. And young Sean, it seems. Sean, you found him? Yes, I have. He's being held by some bounty hunters, trying to see how much money the government will pay them. I know he's in Blackwater, but there's talk of them moving. Well, if we step foot in Blackwater, well, then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place, but if he's alive, we gotta try. Yeah, of course. It's you they want, Dutch. Always is. Charles, go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. What about me? Well, exactly. What about you? What does that mean? Oh, Bill, come on. Oh Mann, was für eine coole Mission. Oh, der schaut jetzt aber aus hier. Okay, die haben da überall zugesperrt jetzt. Das fremde Person. Ich würde gerne mal so eine Aufführung sehen, was da los ist. Ah ja, die kann ich überall plündern jetzt. Stimmt. Gehen wir gleich mal plündern. Und wo ist mein Hut? Der müsste noch draußen liegen, glaube ich. Obwohl, na, die Schlägerei hat ja drinnen angefangen. Hier liegt er, hier ist mein Hut. Oh, der Stuhl voll kaputt. Was? Essen? Was kann ich hier essen? Nö, will noch nicht. Kopfbedeckung austauschen. Dieser Hut kann nicht gelagert werden und geht verloren, wenn du ihn am Boden liegen lässt. Aber die Hüte austauschen. Okay, plündern kann ich hier anscheinend nicht. Schade, kein Loot. Naja, gut. Pastor has been preaching more and more against drink and getting everyone all wild up. Das ist mein temporäres Pferd hier. Hello. These things. Yeah, well. Hello, gentlemen. Hello. How you doing, friend? Yeah, well, you know. So reiten wir mal zurück jetzt. About time we went on a tear. Obwohl, ich wollte ja die Aufführung sehen hier.
Hello, can I help you? Kartenverkäufer. Karte kaufen, Aufführungsinformation. What do you have playing today? The Bear. Mhm. The Bear. Come on, step right up. Okay, 50 Cent gönn ich mir. Man gönnt sich ja sonst nichts. Right then, just head inside the tent. Ah, das ist so ein Kino. Folks, I'm gonna tell you a morality tale from when our country was young, that the settlers used to tell about the woods of Massachusetts and the creatures that lived there. One summer, a bear was by the stream, and Old Man Wind appeared and said, Bear, I shall blow a mighty cold upon the land. Engorge yourself on fish and meat and go find a den. Then sleep, not for one night, but for 60. Go tell all the animals of the forest what I have told you. Bear was sad because the fish were his friends. Aww. And now he had to eat them. But he knew to do whatever the wind told him. The animals of the forest often teased Bear and said he was slow and lazy and foolish for listening to Old Man Wind. You're talking to the wind again, eh? Laughed the rabbit. I think Bear has finally taken leave of his senses, said the turtle, and he's getting so rotund that even I could outrun him. I'm smart and quick, said Rabbit. I'll outrun Old Man Wind if he comes a-calling, or you, since you're into eating your friends. The turtle said, if wind comes, I'll just hide in my shell. Then Bear went and warned Coyote and Possum that they should prepare for a long, cold winter. It's so hot, said the coyote. There's plenty of time. The lazy possum said, well, there's an abundance of food. Maybe I'll just store some in my pouch. Even his squirrel friends made fun of Bear. They laughed and laughed and squibbled and squabbled. Chunky needs a nap. Fatty Goody Two Shoes does what he's told. Bear was very sad. But he was a good bear, and he always did what Old Man Wind told him. He went and found a den, snuggled inside, and fell fast asleep. Bear snored and snored for many days. When he woke up, he saw spring had come. He was very hungry, so he walked outside. As the snow melted, he saw all his friends who hadn't listened frozen, just ready to be eaten. And that's why the bear hibernates. So listen to your elders and do just what you're told. Okay. Wunderschöne Vorstellung. So sah damals Kino aus. Oh, was? Zigarettenbild. Oho. Noch ein Zigarettenbild. Warum ist es auf einmal hell? Hä? Ach so, ausruhen. Und ich sollte mich auch umziehen, weil der Schlamm sieht nicht gut aus.
Ich frage mich, ob man auch Pferde verkaufen kann oder so. Truthahn. Ja. Bin ich richtig? Ja. Ups. Schaut aber ganz schlecht aus mit den Vorräten. I'm hungry this morning. So you like the new camp, Jack? Sure, it's fine. Hey, Arthur. You were hard, girl. Dieses temporäre Pferd, ich weiß nicht. Ich will das eigentlich gar nicht haben. Oh shit. Ich stelle es einfach mal hier so ab. Vielleicht läuft es ja in die Wildnis zurück oder so. So, das ist mein Pferd, gell? Wo sind meine Waffen und so? Skandalös. Hey, Alter. Ich habe nur einen Revolver. Wollte ich gar nicht. Egal. Domino spielen? Was ist Domino? Why not? Ah, das war's. Okay. Oh shit, das habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ach du Scheiße. Locker schon über 20 Jahre nicht mehr. Ich hab... Was? I remember you used to play dominoes with Mary. Sie hat gewonnen. Yeah, sometimes. I always liked her. Me too. But you know how life is. You know it ain't easy. Oh, I do. So, Steine anschauen. Was habe ich hier? Hier zwei Sechser. Nein, das wollte ich nicht. Den platziere ich einfach mal. Ja. Hm.
seem to remember that I won the last game we played so, Blackwater. I was thinking the same thing. Warum kann ich den oberen Stein nicht wählen? Wait. Nein. Well, Domino. Not bad. Sie hat gewonnen. Oder? Sie hat schon wieder gewonnen. Ach, skandalös. So, einmal spiele ich noch. I'll pass. Oh, ich habe schon wieder nicht. Das gibt's ja nicht. das ist nicht mein Spiel hier. Okay, sie hat eh gewonnen, ja. Zielpunktzahl Block Spiel 60. Komm, ich spiele noch einmal. Einmal spiele ich noch. Aber eigentlich ist das Glückssache, oder? Das ist doch pures Glück. Sie hat gepasst. Okay. Dann muss sie jetzt nochmal passen, oder? Pass me for now. Ja. As it should be. Come here. If it means that much to you. Nächste Runde. Ja, nur 9 Punkte. Das sieht man wieder. Es gibt nichts Schlimmeres wie eine Frau. Ah, die hat mich ordentlich abgezogen im ersten Spiel.
Oh, sie muss passen. Dann wird sie gleich nochmal passen müssen. Aber ich auch. Oh mein Gott, ich habe jetzt nicht nachgedacht, was ich tue. Fuck. Aber ich habe gewonnen. Oder? Ja. Aber jetzt sieht's gut aus. Jetzt sieht's gut aus. Na, wir riskieren es nicht. Ja, davon habe ich ja. Dreier habe ich keine. Aber jetzt können wir es raushauen. Oh, oh. Oh, oh. Okay, sehr gut. Eine 2. Damit kann ich leben. Okay. Okay. Oh, sie kann nicht mehr. Sie kann nicht mehr. Machen wir noch den hier. Dann mache ich noch den hier. Also ja, der hat keine 2. Ha. Shit, fine here. Oh, einmal muss ich noch gewinnen. Glaube ich. Also 9 Punkte brauche ich. Yeah. Haben wir den. Eine 1 habe ich nicht. Ich hab. Was? Mit dem? Achso, ja. Stimmt. 6 ist ja. Ain't this fun? Boah, für den Einser da weiter. Das ist gefährlich. Oh, ich kann nichts machen, oder? Ah, hier 4 habe ich. Eine 2 habe ich. Ich glaube, die hat auch keine 1. Oh ja, sie hat noch eine 1. Okay. Fuck, was tue ich? Komm. Pass me for now. Ha! Nothing pass. Sehr gut. Komm, 9 Punkte. Ja, es sind genau 9. That's what I'm talking about. Oh, that's gonna hurt. Sehr gut. Hey, Arthur. Ah, der hat eine Quest für mich. Aber jetzt erstmal umziehen.
Oh, man kann anpassen auch. Aha. Hier Hose reinstecken. Hose draußen. Ah, dann lieber reingesteckt. Aber ist noch immer schmutzig. Wie kann ich ihn da sauber machen? Ja, ich glaube, da muss ich schon irgendwo ins Wasser rein oder so. Bringe Pearson Tiere, um das Lager zu versorgen. Er kann das Fleisch für Essen benutzen und aus den heutigen Taschen mit erhöhter Kapazität herstellen. Oh. Das klingt auch nicht schlecht. Komm, wir jagen jetzt einfach mal. Aber ich habe ja keinen Bogen. Wo ist meine Flinte? Wo sind meine ganzen Sachen? Ich verstehe es nicht. Die hat dich ausgeraubt, nachdem du sie besiegt hast. Na, seit diesem Zeitsprung habe ich nichts mehr. Ich meine, der Bogen wird doch... Doch, ich habe die Flinte noch. Ha, ich habe den Bogen auch noch, sehr gut. Geht doch. So. Jetzt müssen wir noch schauen, ob hier irgendwo ein Tier war. Jetzt gehen wir jagen. Gibt's nirgendwo eine Spur? Vielleicht irgendeinen Vogel jagen oder so. Schreien da eh ganze Zeit. Oh, hier ist eine Spur. Hier ist eine Spur, hier ist eine Spur. Hä? War da nicht gerade eine Spur? Oh, das war vom Vogel. There we go.
Oh, da ist... Na. Oh no! Aber ich kann sie verfolgen. Ja, hier ist jetzt... Oh, da ist auch was, da ist auch was. Also man merkt schon, ich bin komplett der Anfänger, was Jagen angeht. Da war ja auf jeden Fall noch ein bisschen Übung. Oh, wo sind die hingelaufen? Was waren das? Waschbären oder so? Da hinten brennt was. Ist das? Das sind das die Indianer. Oh, da. Hab ich ihn erwischt? Oh, ich habe ihn nicht erwischt. Ich jage mir gleich einen Vogel. War das eine Schlange? Was ist das für ein Geräusch? Oh, da. Bleib stehen. Oh. Nein, er bewegt sich zu sehr. Jetzt habe ich ihn aber. Sehr gut. Coyote. Da kommt er schon.